1 Gold hier. So finde ich es aber gut. Was ist falsch mit diesen komischen Dreckscharniere, ey? Wie viele von meinen goldenen Chemiebären willst du eigentlich noch fressen? Hier mal was. Es wird hart scheitern, habe ich gesagt. Ich werde mal was versuchen. Ich habe Dalukart gesehen. Ich bin auf vorsichtig. Und zwar, wenn man zu zweit wirft, also weit. Dann muss das bringen. Gut. So das. Okay, ich muss sagen, das hört sich lustig an. Jetzt kommt kein Scharnier recht raus. Was? Hi.
Pass wird so scheiße werden. Dennis sind die Dinger auch noch vertauscht, ey. Ich muss es wenigstens einmal versuchen. Die Empfang aber noch vertauscht, das ist scheiße. Naja, aber so wurde es sogar. Mal los. Okay. Sah sehr interessant aus. Größenbonus von mir. Oh! Sorry! Ich glaube, ich muss ein bisschen cheaten. Ah, ich finde das einfach irgendwie lustig. Was passiert? Nix, okay. Gut zu wissen. Er ist doch drauf und das erste, was es macht, es bewegt sich. Das gibt's nicht! Ah. Der noch mal einfach Farbe nimmt. Au. Hohoho. Hat sich gelohnt. Das wollte ich. Ja. Es galoppiert für sein Leben, ja. Das heißt Galoppe. Aha. Er entdeckt es etwas, das schneller ist als es selbst, nimmt es blitzschnell die Verfolgung auf. Was ist das mit Folienschwein? Fuck.
Ich überlege ernsthaft, ein paar Pokémon mehr mitzunehmen. Das wird dauern. Aber ich werde parallel auch noch für YouTube trainieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Pokémon noch. Und teilweise entwickeln sie sich zum Schluss sehr spät. Das war so nicht geplant. Aber leider habe ich gegen YouTube immer noch keine Chance. Einfach fabelhaft. Nice. Ich liebe Fame auf den Namen Kaffee. Man erreicht Level 40. Ja. Für Fleckmon. Es führt ein ruhiges Leben in der Nähe des Meeres. Verliert es das Muschas an seinem Schwanz, wird es wieder zu einem Flamon. Flamon kann theoretisch zurückdigitieren? Lässt sich zurückentwickeln? Lol. Oh, mega lol. Denke ich nochmal mein Schillern, was bist du das? Ich mag das, ich ein schillerndes du. Ich überlege, ob ich ein schillerndes Dodo entwickeln soll. Thank you.
eine goldene Nanabeere. Denk nicht mehr dran. Hallo, die Geierbauch. Och meine Fresse! Mann! Alter. Ich dachte, in seinem Fußball. Scheiße am Fuß, Schuhe, scheiße am Schuh. Wir müssen. Scheiße. Ich war so lustig. Grüß dich. Ich zwei. Ich hasse es. Ich glaube 40. Haben wir hier ein Magneton? Haben wir. Es erzeugt seltsame Radiowellen, durch welche die Lufttemperatur in einem Radius von einem Kilometer um 2 Grad steigt. Gesundheit. Oh ja. Oh ja. So richtig chillig. Ah, 2 Grad Schuss. Nein! Egal. Wow. Wie er mal den Wurf von dem Überball gar nicht mitgemacht hat. Ach komm, hör doch mal auf. Will mich das jedes Mal verarschen? Geht doch.
will jemand schon nicht. Bis später vielleicht, dass die und schlaf gut. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß, dass die Farbe, ich habe kein Pokémon, dass ich entwickeln muss. Vog. Kackvogel 77. Turtok 75. Aber hey, Kapfuhl kann Himmelsfirma. Nice. Nice. Ich kann mich gerade so steigen. Ich überlege, ob wir nochmal einen Meteor versuchen. Ach komm, ich mach für uns nochmal einen Meteor. Hab ich grad Bock drauf. Oh, Turtok und Kackvogel. Turtok und Kackvogel. Nein! Oh. Eis. Aua, tut aber noch sau weh.
Hätte mich auch gewonnen. Was ist falsch mit diesem behinderten Kack-Mewtwo? Endlich! Endlich! Wow! Aber das ist mein Unity einmal One-Hitted! Mewtwo und Mew weisen sehr ähnliche Gene auf, doch hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Größe unterscheiden sie sich beide erheblich. Endlich! Endlich! Fällt mir jetzt gerade so ein. Aber ich hab's endlich. Endlich habe ich Mewtwo. Danke. Sleeflol. Sleeflol? Nein, du kannst auch mal gegen die Arenaleiter antreten. Dann gegen die Top 4 nochmal und gegen Rot, Blau und Grün. Also ich glaube, ich habe das mit Grün verkackt. Hey, Tyra! Oh, sag nicht, du hast... Hast du dieses mega starke Pokémon echt schon gefangen? So, verstehe. Mewtwo heißt es also. Oh Mann, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch. Danke für dein Follow. Du warst wohl schneller als ich und so witzig. Und sie wird bestimmt auch nicht begeistert sein. Ja? An dem Mädchen, der sie mich begegnet bin. Sie wurde auf der Suche nach Mewtwo. Viel geredet hat sie nicht. Aber es schien mir unheimlich stark zu sein. Egal. Die Sache ist abgehakt. Na hier, das kannst du vielleicht mal gebrauchen.
Das Mädchen ist auch übrigens irgendwo hier. Wenn ihr begegnet, sei bitte so nett und zeig mir. Du weißt schon, damit sie nicht vergeblich nach dem Pokémon sucht. Ah, okay. Jetzt ist das. Ich hab das doch schon nicht getroffen. Okay. Glurak aus dem Stimmt, ich weiß. Ich will so Glurak. Ich würde erst das Team aufnehmen. Oder? Nein! Lass mich runterlassen! In der allerersten. Das stimmt. Nach dem Beendigen der Pokémon-Liga gab es halt noch die Top 4, Mewtwo und dann war's das. Jo, wo der Pokémon fällt. In der zweiten Generation hatte man ja noch die Kanto-Region und Rot. In der dritten hatte man eigentlich auch noch die legendären. Ich weiß es gar nicht mehr so. Oh, aber da ging ja kein Mensch mehr raus. Wirklich. Jetzt habe ich 161 Pokémon. Nee, den gibt es seit Gelb nicht mehr. Oder? Hat sich doch mal gesagt, dass das. Jetzt habe ich 161 Pokémon. Ich hab Evoli doppelt. Ah! Klar, durch die Alola-Version. Ich drücke. Oh. Habe immer fleißig gefangen. Wir fehlen für den vollständigen Dex 18. Also um wirklich alle zu haben, fehlen mir 18 bis 150. Moment, anders. 19. Du darfst ja Meltan nicht mitzählen. 19 Pokémon fehlen stand jetzt. Glurak, du musst dich mal. Lass mich unter Glurak. Mal kurz was gucken, da ist jetzt ja Mewtwo bei. Das geht auch. Deswegen habe ich ja auch die Exclusive Pokémon. Also die rein exklusiv sind. Das wollte ich jetzt nicht. Also die ist eigentlich nur auf Let's Go Pikachu, die habe ich auch mittlerweile hier.
Dafür gibt es ja halt keine Safari-Tour mehr. Im eigentlichen Sinne wie damals Rot, Blau, Gelb. Und dann später gab es auch. Da gab es ja in so vielen Spielen eine Safari-Zone. Das ist heute der Go-Park. In Feuerrot und Blattgrün war es ja der Park der Freude. Da ist er. Die habe ich gesucht. Moin. Du musst erst Go und deine Switch und mit Pokémon Go verbinden. Au. Huch? Na sowas? Du bist ja ein Mensch. Sorry, hier drin ist so dunkel, dass ich dich glatt mit meinem Pokémon verwechselt habe. Hallo, ich bin Grün. Hi. Sag mal, du suchst dich zufällig nach etwas ganz Bestimmtem, oder? Genau. Ich rede von Mewtwo. Gerne. Mist, du weißt also Bescheid. Was? Du hast es schon gefangen? Sie? Das gibt's doch nicht. Aber wollte ich es doch fangen. Fuck! Ich wollte gegen die jetzt nicht... Wow. Doch, war ich jetzt nicht vorbereitet. Oh, wow. Gut. Zu spät, Kleiner. Jo. Da kommt sie nicht. Oh ja, das ist gut. Ich studiere jetzt auf keinen Spezial. Na dann. Boah, Schnabel. Boom. Ja, möchte ich gerne. Komm zurück. Turtok. Turtok. Hydro-Pumpe. Boom! In die Fresse. Aua. Aber dann besiegt sich das nicht. Autsch. Hat es erlernt? Er lernt es auch erst später, ich glaube auf 60 oder 65, also im 60er Bereich erst. Ich hab noch ein Mewtwo, der es gerne kämpft. Ein Glurak. Fuck. Ach, so ziehen wir. Boom! In your face. Oh ja, ich liebe Glurak. Glurak ist mein Lieblings-Pokémon. Oh nein. Obwohl. Ah. Aber nicht links. Boom! Aua! Okay, Glua, kannst du besser verkehren? Steckt er. Oh. Besser. Auf die Fresse.
Und wie kann ich mit Gangama nicht so in so einem echten Pokémon-Kampf vorstellen wie in einem Anime? Ich hab auch einen Evoli, das gerne ein bisschen kämpfen möchte. Evo, voi voi! Quälzone. Nice. Ach nein. Aua. Jetzt habe ich ihn verbrannt, das Evo. Ich liebe Evoli einfach. Ende Gelände. Schlafgut. Aber jetzt irgendwas mit Feuer, Erde. Na gut, dann was für mein Kackvogel. Ich muss dich mal mit mir einsetzen. Ast? Ach man, Mobi, ernsthaft. Aua, das tut weh. Scheiße. Den Meisterball gibt es, wenn du halt gegen. Also wenn du. Im Silphcorp-Gebäude Giovanni besiegst, kriegst du das von dem Geschäftsführer der Silphcorp, der schenkt dir eine. Hey, was soll das denn? Bist du doch, ich zerfick dich. Und ansonsten mit Glück nice. Kannst du wohl auch hier in der Azuga-Höhle welche finden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es ist halt viel mit Glück verbunden, genau wie mit den Fossilien. Entwicklung zu Dodri hat es sich einer von Dodos Köpfen in zwei geteilt. Es flitzt mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h über Wiesen. Das ist jetzt bitter. Jetzt brauchst du viel Glück bei Mewtwo. Du bist ganz schön stark. Tja, dann hat sich die Sache wohl erledigt. Hier, die kannst du haben. Ich hab's. Wie wär's, wenn du zusammen mit Mewtwo zu einem meiner Pokémon wirst? Au! Au! Aua! Könntest du mal damit aufhören? Sag mal! Au! Sag mal, aua! Denk mal eine Weile über mein Angebot nach. Ist die irgendwie besoffen oder so? Die ist zu versessen von Mewtwo. Ich könnte mir mal drüber nachdenken, das hier zu geben, aber mal. Mein Mewtwo. Ich mache noch so ein Pokéball. So ein Pokéball Plus, ey, dann kriege ich noch Mew. Das wäre geil. So, jetzt gehen wir kurz nochmal ins Pokécenter. All meine Pokémon und dann gehen wir wieder auf Scharnierjagd. Denn. Ich muss das jetzt auch zu Ende bringen.
Denn es gibt noch ein paar Pokémon, die ich entwickeln. Kann man gleich mal eigentlich schon mal. Beutel. Pokémon-Buch. Ist groß. Jetzt haben wir ein Dodri. Jurob. Ich finde Jurob irgendwie süß. Zu schade, dass es nicht mehr Jurobs in der Serie gab. Im Anime. Finde ich zumindest. Small Kleinstein. Easy. Ich finde, Jurob ist ein ziemlich niedliches Pokémon. Allein schon wegen seiner. Mit seinem dummen Gesicht und seiner Zunge. Juro. Oh ja, Durok. Ich liebe Durok. Also ich habe erst Durok von Anfang an gebraucht, auch gerade zu der Zeit, wo er echt nicht gehorcht hat, wie er immer ihn abgefackelt hat. Juro. So, und jetzt für ganz faul. Ich fliege von Azuria City nach Azuria City. Oder allgemein, immer wenn Ash und Glurak zusammen gekämpft haben, wie Glurak ihn immer abgefackelt hat. Vor Freude zum Beispiel. Ja, das ist cool gewesen, wenn Glurak irgendwie eher gehorcht hätte, dann hätte er vielleicht Richie besiegen können, aber naja. Ich bin mal gespannt, wie, wenn jetzt die 8. Generation raus. Achte? Das ist schon die 9. Generation jetzt. Oh ja. Der entscheidende Kampf. Glurak, du bist dran! Weil, was er vorher auch teilweise für Pokémon eingesetzt hat. Vibesruden. Keine Ahnung, Endivir. Und eigentlich so die ganzen Vorstufen oder sein Pikachu. Und dann kommt dieses majestätische Glurak. Ich finde bloß immer noch zum Kosten, dass Glurak kein Drache ist. Ganz ehrlich, warum ist das hier kein Drache? Das ist doch ein verfickter Drache. Ein Drache. Das ist ein Drache. Ein Drache. Entschuldigung, Fliege. Ach man, geht. Team. Glurak, lass mich wieder runter. Ich muss in die Höhle. Danke. Stimmt, wenn er denn nicht. Das gar nicht mal, aber es passt einfach zu ihm. Ich meine. Guck dir Glurak an! Das ist ein Drache! Das. Wenn das kein Drache ist, was ist das dann? Eine Echse, wow! Ganz ehrlich! Das ist für keine Echse, das ist ein verfluchter Drache! Ich bin ja bloß froh, dass es halt den. Im. X. Ich glaube ja. Es ist in der X-Mega-Entwicklung hat es ja noch immerhin als Zweityp Drache. Also es ist ja dann Drache Feuer. Fliegende Feuerechse trifft's eher. Ich meine, Glumanda soll auf einem Salamander basieren. Und Feuervogel haben wir schon. Verfatzt euch, ihr Affen? Das wird schon. Ein Feuervogel haben wir ja schon. Lavados. Mit Lavados haben wir schon einen Feuervogel. Und mit in der 6. Schanera! Ich brauch dich! Komm her hier! Put! Mach put! Mach put Eierbauch! Dick Eierbauch! Ich habe eine einzige Frage. Warum? Dann mal. Bin ich hier auch? Bin ich dabei? Einer nicht. Gut.
Mini wäre. Ich hasse dich! Schade. Dem Relaxo geht's gut. Hallo, Chillaxo. Du Fresse, Ulbert, Alter. Flap, Linda. Also, wieso? Ah, du! Verpiss dich. Sowieso den geilsten Auftritt hat sowieso Apollo. Wenn das ein Pokéball kommt. Golden Saphir. Janira! Janira! Rennen in den Pokéball. Naja, guck mal trotzdem. Boah. Oh, oh. Nice. So will ich das sehen. Und so auch. Kackvogel, erreicht Level 78. Glurak erreicht Level 81. Juro erreicht Level 44. Juro, das wird echt schon. In der Höhle gibt's nichts anderes als Mewtwo. Also in der Höhle hier gibt's nur Mewtwo. Mew kriegst du nur über den Pokéball. Den Pokéball Plus. Ansonsten ist die Höhle halt gut zum zum Leveln und zum Weiterentwickeln. Dein ganzer Körper ist schneeweiß. Da ihm Kälte nichts ausmacht, kann es selbst in Eiswasser kraftvoll schwimmen. Oh, das ist ziemlich geil. Ja, genau. Genau so ist es. Man muss sie irgendwie verbinden und darum kann man sich Mew rüberziehen. Du kannst aber auch immer ein Pokémon mitnehmen auf Reisen. Wenn du zum Beispiel unterwegs bist und nimmst den mit. Wo ich mir so denke, nein, lassen wir das nicht verstehen. So viel Langeweile habe ich nicht, dass ich mit meinem Pokémon spazieren gehe. Wie gesagt, du musst irgendwie versuchen, den Ball mit deiner Switch zu verbinden. Aber wie es genau geht, weiß ich nicht. Das musst du mal bei. Am besten guckst du mal bei PokéWiki nach. Egal, das ist lang. Ja, durch. Traumato Krabi. Ach nee, alles gut. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Traumato. Also.
Slimer, Kaumato, Krabi, Voltoball, Smogon, Tragosso, Rihorn, Sepa, Goldini und Dragonier. Okay, cool. Ich hab dich gehört, Digga, aber auch. Wo bist du? Das könnte Geier. Da ist der Geier aber auch. Großartig. Zum Leveln. Chaneras geht, also da du ja nur über Pokémon-Kämpfe, Trainerkämpfe und halt Pokémon fangen leveln kannst, fange ich halt die Chaneras für XP und guck mal. Alter! Fuck? Ja. Das kann jetzt einen Moment dauern. 12. Das ist es eben. Chaneras geben so viel Erfahrungspunkte. Das ist unglaublich. Das ist es eben. Deswegen fangen ja alle Chaneras. Und ich hatte von einem Chanera gefangen, das hat über 12.000 Erfahrungspunkte gegeben. Ich hätte weinen können, dass ich meinen Magneton statt meinen, keine Ahnung was machen kann, bei hatte. Ich hätte weinen können. Aber egal, war ordentliche Erfahrung. Punkte. Und klar, je mehr man hintereinander wegfängt, desto besser ist es logischerweise, die sogenannte Fangserie. Ja, bin hier. Ja, aber die kann, die kommt erst halt nach der Top 4. Ich hätte gekonnt, wenn die jetzt schon wieder sich bewegt hat. Kacke. Uff, wie geil! Ich meine, guck dir den Kampfvogel an! Und guck dir Evoli an, es lebt auch schon wieder! Wie geil! Oh. Dann ab in die Höhle, Chaneras fangen. Ich hab XS und XL, Chanera.